Hallo zusammen, ich grüße euch. Ja, ihr Lieben, wie die Zeit vergeht. Jetzt haben wir schon den zweiten Advent und es geht weiter mit unserer Reihe. Ich bin wieder beim Modellbahnfachgeschäft Kramm aus Hilden. Hallo, Herr Kramm. Ja, hallo, lieber Dortmunder Junge. Herzlich willkommen zum zweiten Mal bei uns in den Heiligen Hallen. Dankeschön und ich freue mich, dass ich wieder hier sein darf. Herr Kramm, wir machen heute unsere Reihe weiter, stellen wieder neue Produkte vor, die jetzt gerade aktuell bei Ihnen eingetroffen sind. Was haben wir denn heute unseren Zuschauern zu zeigen? Ja, heute haben wir eine ganz besondere Geschichte für Sie zusammengestellt. Wir haben im H0-Sektor ein paar schöne Sachen vom Rocco, ein paar schöne Sachen vom Pico. Märklin gibt es Exklusivmodelle. Oh. Und wir können wir fangen mit Spur N an. Da kann ich Ihnen etwas ganz Besonderes heute mal zeigen. Das sieht so aus. So, wir haben etwas ganz Besonderes von der Firma Trix. Das ist ein Clubmodell 2020, eine Gasturbinenlok der Baureihe 210. Die würde ich Ihnen ganz gerne mal zeigen. Ein sehr aufwendig verpacktes Modell. Wir haben die Lokomotive in einem edlen Holzkarton und die werden wir jetzt mal auspacken und der Dortmunder Junge wird Ihnen die dann mal in Aktion vorstellen. Herr Kramm, ist das ein Clubmodell? Ist nicht für jeden erwerblich, ja? Für jeden, der in dem Insider-Club ist, wäre dieses Modell zu erwerben. Ah, okay. Also es ist schon wirklich eine ausgesprochene Spezialität. Okay. Ja, dann hat die Sound die Lok? Ja, selbstverständlich mit allem drum und dran. Dann hören wir uns doch mal an, die Lok. So machen wir's. So, jetzt wollen wir uns natürlich auch die BR210 mit zusätzlicher Gasturbine auch mal anhören. Und würde ich sagen, fangen wir mal an. Alle Sounds allerdings spiele ich euch nicht vor. Ich spiele euch so einige Ausschnitte mal kurz an. Zum Schnellzug die 360 nach Lindau mit einsteigen. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Eindruck von dieser schönen Trix-Lokomotive bekommen. Ich würde mal sagen, geht's jetzt weiter im Programm. So, ihr Lieben, wir möchten euch auch Ladegut zeigen von der Firma Joswood. Herr Kramm, gibt's dazu was zu sagen zu diesem Ladegut? Ja, allerdings. Zu diesem Ladegut, das besteht aus Lasercut, speziell für die Spur N. Und ist beschriftet mit der Firma D-Mark, mit dem Firma D-Mark Schriftzug. Die Firma D-Mark sitzt bei uns regional hier im Düsseldorfer Süden und hat Kräne gebaut, zum Schluss Hafenkräne. Und es ist also eine sehr, sehr bekannte Firma, die also ihre Kräne auch in ganz Deutschland geliefert hat. Wir haben sogenannte Überseetransportkisten oder überhaupt Transportkisten fertigen lassen von der Firma Joswood, die es unter anderem auch in H0 gibt. Und die Ladegüter eignen sich hervorragend, um die Flachwagen im Spur-N-Bereich zu beladen. Oder aber sie können auch die Kisten als Dekoration bei Fabrikgeländen etc. verwenden. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist das ein Exklusivmodell für Sie. Und das gibt es nirgendwo anders, das kriegt man nur halt beim Modellbahnkram. Ja, allerdings. Kisten. Also diese Kisten mit der D-Mark-Beschriftung, die gibt es wirklich nur bei uns hier. Da gibt es auch noch mehr wie diese Transportkisten. Wir haben auch noch Kranbrücken
Und jedes Jahr kommt ein neuer Artikel mit hinzu. Super. Was haben wir als nächstes oder was haben Sie als nächstes für uns rausgesucht? Ja, als nächstes die neue Wadische Baureihe 75 Dampflokomotive mit umfangreichen Soundfunktionen. Ich würde sagen, wir stellen Ihnen einfach mal eine kleine Auswahl vor. Gut. Da ist das gute Stück. Jetzt wollen wir uns mal den Sound dieser schönen badischen Dampflok mal anhören. Ja, ich finde, die Lok macht auch eine sehr gute Figur auf der Anlage, beziehungsweise hier auf den Schienen. Gefällt mir auch recht gut, der Sound. Aber Herr Kramm, was mir aufgefallen ist, Herr Kramm, was sind das so Flaschen da im Hintergrund? Ist das Dampföl für eine Dampflok? Aber das sieht mir nicht danach aus. Ja, das ist ein ganz besonderes Dampfloköl. Das benutzt man in erster Linie, wenn es dunkel wird, abends. Die kleine Flasche ist der Betthub voll. Zum Schlummertrunk und je früher der Abend ist, je größere Fläschchen kann man sich dann damit mal... Nein, lange Rede, kurzer Sinn, das ist ein leichter Likör mit ein paar Umdrehungen und der ist also wirklich ganz witzig verpackt als Dampfloköl und ist ein willkommenes Geschenk für jeden Modellbahner zum Geburtstag oder zu Feiertag. Das habe ich mir schon fast gedacht. Irgendwie. Und wir bieten das hier also praktisch in verschiedenen Darreichungsformen an, vom kleinen Schnäpschen bis zur Klinikpackung. Super, ja, dann haben wir das auch geklärt. Ich habe nämlich erst geguckt, das ist mir so ein bisschen so durchsichtig oder so komisch für so ein Distillat. Mhm. Aber nein, es ist richtig Dampfloköl für die Lokführer wohl. Da muss ja auch alles geölt sein. Wie viel Prozent Umdrehung? 18. Ja, ja, gut, das geht ja noch. Ja. Gut. Ja, hier ist das Ausschmückungsmaterial. Also hier gibt es alles, was das Herz begehrt von verschiedenen Firmen. Oder, Herr Kramm? Ja, würde ich auch so sagen. Also hier finden Sie alles, was Sie brauchen. Was wir nicht haben, das brauchen Sie auch nicht. Also wir sind schon relativ gut sortiert. Ja, der Herr Kramm möchte uns auch was von der Firma Heki vorstellen. Es ist ein Themenset. Was ist das genau, Herr Kramm? Ja, das ist ein 22-teiliger Baumbausatz. Den haben wir exklusiv mit der Firma Heki fertigen lassen zu unserem Betriebsjubiläum. Und hier haben sie Bäume und Büsche zur Ausgestaltung zu einem wirklich äußerst attraktiven Preis zur Ausgestaltung ihrer Modellbahn. Ja, da ist ja schon fast alles dabei, was man braucht. Also alles, was das Herz begehrt. Wunderbar, Herr Kramm. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und der Preis kann sich auch sehen lassen. Ja, ihr Lieben, weiter geht's. Herr Kramm, was stellen wir als nächstes vor? Ja, wir wollen jetzt die Pico Exklusiv Modelle mal beleuchten. Da haben wir hier die Baureihe 143 in S-Bahn-Lackierung und dazu gibt es noch ein ganz realistisch gestaltetes Wagenset mit Graffiti. Genau. Und das lassen wir alles gleich mal an uns vorbeirollen. Ja, wunderbar. Würde ich mal sagen, fangen wir an.
geschrieben. Da okay. ist die Pico BR 143 in S-Bahn-Lackierung. Ich finde, es ist eine sehr schöne Lok. Die könnte mir auch gefallen. Wir werden uns jetzt mal einige Soundfunktionen von dieser schönen Lokomotive anhören. Die Wagen wollen wir euch natürlich auch noch zeigen, die N-Wagen im Verkehrsrot. Also es ist wirklich ein schönes Modell, der Steuerwagen hier mit Karlsruher Kopf. Auch die Graffitis gefallen mir ausgesprochen gut an dem Wagen. Also es sind sehr schöne Modelle. Also ich denke, ihr konntet schon einen kleinen Eindruck von dem Wagen bekommen. Also mir gefallen die Wagen auch ausgesprochen gut. Sind wirklich schöne, detaillierte Modelle. Ja, das war's mit dem Wagen. Also ich denke mal, man konnte einen guten Eindruck von dem Wagen bekommen, auch von der schönen Pico-Lok. Hier kam zum Abschluss, möchten Sie uns noch was zeigen? Was wäre das? Ja, wir haben hier noch soeben eingetroffen den neuen ICE in der neuen Lackierung mit dem grünen Streifen. Diesmal als Startset mit Gleisen und Fahrgerät in analoger Ausführung für 149 Euro. Ein wunderschöner Start, auch für die Kiddies vielleicht, die mal langsam wieder zum Modellbahn-Hobby herangeführt werden sollen. Ja, ich hoffe, hat sogar das neue Gleisbett, wie ich sehe, ne? Jawohl, mit Schotterbett. Mit Schotterbett, wunderbar. Ja, wunderbar, Herr Kramm. Herr Kramm, ich denke mal, dann haben wir für heute alles durch. Zweiter Advent wollen wir jetzt natürlich auch feiern. Wir haben ja auch noch ein bisschen Familie, was anderes zu tun. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. Nochmal zur Erinnerung, nicht vergessen, das letzte Video, vierter Advent genau, wird das Gewinnspiel stattfinden. Beziehungsweise ihr braucht nur zu schreiben, ob ihr an der Verlosung teilnehmen wollt. Ihr könnt einen Gutschein gewinnen von 3x50 Euro. Ja, Herr Kramm, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, danke. Gleichfalls. Dann würde ich mal sagen, liebe Zuschauer, das war's. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich hoffe, bis bald. Bleibt gesund. Tschüss, euer Dortmunder Junge. Okay.